Hallo zusammen. Am heutigen kreativen Montag möchte ich euch gerne die Karte zeigen, die ich vor kurzem auf meinem Blog gepostet hatte. Das war da, wo ich so viel Hausarbeit gemacht hatte und dann aber es auch noch geschafft hatte, ein paar Karten zu machen. Die kleinen Danke-Karten mit dem gefalteten Rahmen. Ich habe wieder zwei Bestellungen gehabt und deswegen mache ich jetzt quasi zwei davon, wobei ich euch jetzt einfach schnell eine davon zeige. Dann habe ich ein paar Dinge schon vorbereitet, wenn ich E2 mache. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ihr braucht Folgendes. Es ist wirklich eine kleine Karte. Das ist jetzt so groß. Das sind 7,5 x 7,5, eine quadratische Karte. Ist wirklich als kleines Dankeschön auch mal für zwischendurch gedacht. Das heißt, die Kartenbasis hat 15 cm Breite und 7,5 Höhe, und wenn man es dann eben in der Mitte faltet bei 7,5, dann hat man dieses Quadrat. Das ist die Kartenbasis. Dann habe ich mir aus dem Designerpapier im Block dieses kleine. Das hat 11,4 x 16,5 cm und ist extra dafür gedacht, dass man eben das gut für Karten nehmen kann, um da so Verzierungen vorne drauf zu machen. Hier hat man ganz viele verschiedene Muster drin, und zwar sind da die Farben von den neuen Inkala mit verarbeitet, und zwar Brombeermus, Honiggelb, genau, das sind die beiden, die da verarbeitet sind. Dann ist noch Sahara-Sand, das ist aus den Neutralfarben, Anthrazitgrau auch, Flüsterweiß auch und Lagunenblau ist auch noch mit von den neuen Inkala. So, die sind ja so im Block drin, wenn ich mir was rausgerissen habe und da bleiben Teile über, dann stecke ich die mir in so eine kleine Folie rein. Das ist so eine Folie, wo man, wenn man Karten hat, damit die nicht schmutzig werden, wo man die reinstecken kann. Die kann man so kaufen und stecke ich mir dann hier so rein und lagere die quasi so hochkant, dass dieser Abschluss hier unten ist, dass nichts rausfallen kann. Bei dem großen Designerpapier mache ich das ähnlich, wobei ich da aus dem Internet einfach so wirklich ziemlich starke Hüllen für Schallplatten mir bestellt habe. Mal irgendwann 100er packen. Und da passt 12x12 Inch rein. Das heißt, man kann das ganze Designerpapier einmal reinmachen und Schnipsel halt auch einfach mit vorne rein. Und dann ist alles an einem Ort. So viel dazu. Auf jeden Fall habe ich mir aus dem Designerpapier, das nennt sich aus dem Häuschen, habe ich mir dieses Stück hier rausgesucht. Auf der einen Seite hat es nur dieses Honiggelb, auf der anderen Seite ist eben auch dieses Brombeermus, ja, mit drin. Und deswegen habe ich mir als Hintergrund, was dann hier auf die Kartenbasis draufkommt, ein Stück im Brombeermus mit 7,7 cm, also einfach 0,5 cm kleiner, ausgeschnitten. Und dann nochmal eins in Flüsterweiß, so wie die Kartenbasis auch. Das hat 6,5 x 6,5, und obendrauf kommt eben dann dieses gefaltete. Das Designerpapierstück hat 7,5 x 7,5 cm, also so wie die Grundfläche von der Karte. Und dann muss ich mir überlegen, wie rum, also welche Seite soll am meisten zu sehen sein, wobei es sind wirklich beide Seiten sichtbar von diesem Designerpapier. Man sollte sich also was raussuchen, wo man beide Seiten schön findet. Ich denke, ich mache das so. So, dann faltet man sich das Ganze in der Diagonale. Kann man auch gut nochmal mit dem Falzbein nachgehen, dass die Kanten schön sind. Man muss auch nachher sich keine Sorgen machen, dass man ja dann in der Mitte hier diese Falzlinien sieht, da kleben wir was drüber. So, wenn ich das jetzt einmal in jeder Diagonale gefaltet habe, dann nehme ich mal eine Ecke und falte die mir an den Mittelpunkt hin von diesen zwei Falzlinien, wo die sich treffen, und das mache ich einfach auf jeder Seite.
um jetzt einen Rahmen zu bekommen, nehme ich mir einfach das Dreieck, was jetzt hier entstanden ist, und knicke mir die Ecke so ein Stückchen wieder zurück, gerade, und das darf dann auch ruhig da ein bisschen überstehen. Und jetzt kommt es nämlich zum Vorschein, dass man eben auch die andere Seite noch sieht. Wobei das wirklich nur auf diesen kleinen Dreiecken dann so ist, in die Mitte rein, damit man eben diese Falzlinie nicht sieht, kommt dann noch dieses kleine Stückchen, was ich hier liegen habe. Das ist eben der Farbkarton in Brombeermus. Und den habe ich mir 3x3 cm groß geschnitten. Der kommt dann da rein. Das heißt, von dem Designerpapier sieht man dann doch nur diese kleinen Dreiecken. So, ich mache das mal schnell mit Flüssigkleber. Voilà. Nicht zu viel, damit es nicht an den Seiten rausquillt. Vorteil an dem Flüssigkleber ist, dass ich jetzt hier noch ein bisschen hin und her schieben kann, damit auch wirklich alles abgedeckt wird. Okay. Dann kann ich auch gleich die Teile schon mit aufkleben. Also die ist wirklich schnell gemacht. Wenn man sich die Sachen mal hergeschnitten hat, kann man von sowas, weil die auch so schön klein ist und von dem her kann man immer mehrere aus einem Blatt Papier machen, lässt sich das auch, ist das auch geeignet, um da wirklich ein paar davon zu machen. Also ein bisschen in der größeren Produktion sozusagen. Man kann die jetzt auch, weil die ja schon sehr klein ist mit ihren 7,5 cm, wenn man jetzt aber mehr hat, was man schreiben will, oder wenn man dann noch irgendwie Foto oder irgendwas mit reinmachen will, kann man die natürlich auch einfach größer machen. Da muss man die einfach anpassen, beim Quadratischen bleiben und einfach die Größen dann anpassen. So, dann klebe ich das da noch schnell drauf. Und dann machen wir noch den Gruß in der Mitte. Okay. So ist die schon fast fertig. Also ich habe jetzt hier aus dem Stempelset Sprüchefeuerwerk. Das danke dir vielmals. Und dazu gibt es auch die passenden Framelets. Wie heißen die im Deutschen? Kleinen Moment. Framelets vom Feuerwerk, genau. Ich habe mir die hier nur auf so einen Magnetuntergrund gemacht, weil die sind, sonst kommen die immer auf dieser Pappe und dann ist da einfach ein doppelseitiges Klebeband und die lassen sich dann oft schwer ablösen von dem Klebeband, wenn sie richtig doll dran kleben. So, ich habe mir jetzt hier in der Mitte fehlt das kleinste, das habe ich mir rausgenommen. Das passt nämlich wiederum genau auf diesen Gruß. Ich werde jetzt mal den einmal stempeln. Und was ihr jetzt machen würdet, wäre eben den dann mit dem Framelit hier genau ausstanzen durch so eine Präge- oder Stanzmaschine nudeln. Das habe ich aber schon mal gemacht, damit es nicht ganz so lange dauert. Sieht dann so aus. Und dann nimmt man sich einen kleinen Abstandshalter. Da reicht auch einer. Und dann das einfach da in die Mitte geklebt. Und schon ist eine kleine Dankeskarte fertig. Genügend Platz, um was reinzuschreiben. Genau. Da habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal, wie ich die gemacht habe. Die Idee dazu hatte ich ja von der Dawn aus den USA. Wie heißt denn die? Dawn Griffith. Ich verlinke das Video nochmal, das hatte ich beim letzten Post auch schon. Könnt ihr euch das auch im Original von ihr angucken. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr das nachbasteln wollt. Und bis zum nächsten Mal.